Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Abend, liebe Teilnehmer an unserem Workshop. Ich freue mich, dass Sie dabei sind. Ich hoffe, Sie freuen sich auch, dass Sie mich heute hier sehen. Und ich weiß, mein Vati, der hat einen großen Fanclub, auch bezüglich des Workshops hier Montagabend. Jetzt habe ich das eine Weile übernommen gehabt und wir möchten uns jetzt abwechseln, damit eben auch hier sowohl informationstechnisch als auch visuell, wenn Sie so mögen, dann jeder auf seine Kosten kommt, eventuell. Also ich hoffe, Sie freuen sich, dass Sie mich sehen. Ich freue mich, dass Sie hier dabei sind und eben unseren Themen lauschen. Danach natürlich auch Ihre Fragen stellen, die wir Ihnen gerne beantworten. Und ja, begrüße Sie recht herzlich, begrüße auch diejenigen, die sich im Nachhinein die Aufzeichnung anschauen und auch da die Möglichkeit haben, eben die Fragen zu stellen, die wir dann mit per E-Mail Ihnen beantworten. Ja, herzlich willkommen, lieben Dank und herzlich willkommen auch meine Eltern. Wir haben uns schon kurz im Hintergrund begrüßt und ich freue mich, dass ihr dabei seid und mich hier unterstützt bei der Beantwortung der Fragen und natürlich auch sonst, wie es so ist zwischen uns dreien. Ja, sehr schön. Ich freue mich. Und damit starten wir auch hier mit der Präsentation. Heute, 5. August 2024. Und ich schaue mal im Chat. Vielleicht gibt es ja eine Rückmeldung, ob ich gut zu sehen und gut zu verstehen bin. Und dann, ja, hier sehe ich, Bild und Ton sind super. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, das trifft auf alle anderen zu. Also 5. August 2024 hier unser Workshop. Und wir starten mit dem wichtigen Hinweis. Achtung, wichtiger Hinweis. Diese Informationen werden nach bestem Wissen und Gewissen weitergegeben. Sie sind ausschließlich für Interessierte und zur Fortbildung gedacht und keinesfalls als Diagnose oder Therapieanweisung zu verstehen. Wir übernehmen keine Haftung für Schäden irgendeiner Art, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Angaben entstehen. Bei Verdacht auf Erkrankung konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Heilpraktiker. Und ich möchte heute einmal wieder mit Ihnen über Cholesterin sprechen. Cholesterin, ja, ein Thema, was aus Sicht der Pharmaindustrie jeden interessieren sollte. Sie erkennen das Smiley dahinter. Aber was ist Cholesterin? Also Cholesterin ist ein essentieller Bestandteil aller tierischen und menschlichen Zellmembranen. Alle Menschen und Tiere können Cholesterin selbst herstellen. Da gibt es Ausnahmen. Manche Nematoden, das sind Fadenwürmer, und Arthropoden, das sind Gliederfüßer. Also zu denen gehören wir offensichtlich nicht. Und da gibt es auch nur manche von denen, die eben das Cholesterin nicht selbst herstellen. Die müssen das dann über ihre Nahrung zu sich nehmen, wenn es benötigt wird. So hier das. Aber für uns Menschen und für die Tiere trifft das zu, dass wir unser Cholesterin selbst herstellen können. Und es handelt sich bei Cholesterin um ein lebenswichtiges Sterol, nämlich, das ist nämlich ein Membranlipid. Die Funktion von Cholesterin ist sehr interessant. Mittels Cholesterin erhöht sich die Stabilität der Membran, und zwar der Zellmembran, und es trägt gemeinsam mit Protein dazu bei, Signalstoffe in die Zellmembran einzuschleusen und wieder hinaus zu befördern. Ja, Cholesterin dient im Körper als Vorstufe für Steroidhormone. Das sind zum Beispiel Testosteron, Östradiol, Progesteron. Sie kennen sie, das sind die Sexualhormone. Aber auch Cortisol und Aldosteron zählen zu den Steroidhormonen, wo eben Cholesterin als Vorstufe benötigt wird. Und auch als Vorstufe für die Gallensäure, die ja eben für die Fettverdauung benötigt wird bei uns im Körper. Ja, auch Cholesterin ist auch ein Zwischenprodukt für 7-Dehydrocholesterin. Das ist ein Vorläufer für das Cholecalciferol. Das ist Vitamin D. Also das benötigen wir ja auch für unsere, ja,
Gesundheit, für unser Immunsystem benötigen wir Vitamin D. Vitamin D3 nehmen wir teilweise zu uns. Und zu 90% wird Cholesterin im Körper selbst hergestellt. Wie gesagt, also wir sind ja in der Lage, das selbst herzustellen. Und das sind 90% unseres Bedarfes, für den wir selbst sorgen. Und nur ein ganz kleiner Teil, nämlich die letzten 10%, werden mit der Nahrung aufgenommen. Und die Höhe des Cholesterinspiegels hängt vor allem von der körpereigenen Produktion ab und erst in zweiter Linie von der Zufuhr über die Nahrung. Ganz wichtig, weil da gab es ja oder eventuell gibt es noch immer Stimmen, die eben dazu raten, dass die Ernährung unbedingt abgeändert werden muss, unbedingt umgestellt werden muss. Wie gesagt, Sie haben hier nur die Möglichkeit, über einen geringen Anteil dann das selbst zu gestalten. Die 90% der Cholesterinherstellung übernimmt unser Körper. Und Cholesterin nimmt verschiedene Wege in unserem Körper. Und das ist auch unabhängig, ob es sich um das selbst synthetisierte Cholesterin handelt oder das über die Nahrung aufgenommene. Es gibt einmal eine Ausscheidung über die Galle und dann startet der enterohepatische Kreislauf, beginnend in der Leber, über die Galle, dann Darm, ins Blut und dann wieder zurück zur Leber. Sie sehen also hier der geschlossene Kreislauf, der entsprechend enterohepatischer Kreislauf heißt. Der zweite Weg ist die Umwandlung in Gallensäure, wie ich zuvor ja gesagt hatte am Anfang, und die Gallensäure, die an den Darm abgegeben wird, wo dann eben dann das Fett verdaut wird von unserer Nahrung. Und drittens die Abgabe ins Blut in Form von Lipoproteinen, die kennen Sie vielleicht, LDL, HDL, VLDL habe ich noch dazu geschrieben, das ist das Very Low Density Lipoprotein. Und dieses wird zur Synthese von Steroiden und Bildung von Membranen in anderen Organen hier benötigt. Ich habe Ihnen auch hier einmal ein Bild mitgebracht und Sie können das wahrscheinlich jetzt nicht so gut erkennen. Das möchte ich jetzt auch nicht herausfordern. Ich habe Ihnen hier das doch mal auf meinem Bildschirm und dann würde ich das gerne mit Ihnen teilen. Ich hoffe, dass ich das diesmal hinbekomme. Ich schaue mal im Chat nach, ob Sie das Bild sehen können. Also ich sehe es auf jeden Fall in meinem Bildschirm. Vielleicht kann mir noch jemand Rückmeldung geben, ob Sie das auch sehen. Und wichtig auch, ob Sie auch sehen, meinen Zeiger, ich habe den extra ein bisschen anders gestaltet, damit man ein bisschen mehr folgen kann. Und vielleicht kann mir da noch jemand Rückmeldung geben. Wunderbar, Dankeschön. Hier noch ist einmal grafisch dargestellt der Weg, den das Cholesterin nimmt, und zwar inklusive der Ernährung. Es fängt hier oben an, links oben. Das ist in Englisch, Nutrition ist die Nahrung. Also wir sehen hier, der Weg geht über die Nahrung im Darm. Das ist der aufgezeichnete Darm. Und hier werden die Triglyceride und Cholesterol werden aufgenommen. Durch die Gallensäure wird das Fett verdaut und eben diese Bestandteile herausgenommen. Sie sehen das hier auch nochmal. Es bildet sich Chylomikron und das ist eine Vorstufe von Cholesterin. Und dieses Chylomikron wird über Plasma und zwar im lymphatischen System weitertransportiert ins Blut, um hier dann in die Zellen zu gelangen. Das kennen Sie vielleicht nicht ganz erkennen. Ich mag mal mit dem Zeiger hier um diesen Bereich herum. Das soll die Zellmembran darstellen. Und hier sehen Sie, in der Zelle wird das Chylomikron aufgesplittet bzw. abgebaut, energetisch abgebaut oder durch Energie abgebaut in der Zelle, um eben die Zellmembran zu verstärken, zu reparieren. Hier, wie gesagt, Botenstoffe hineinzulassen bzw. wieder hinauszuschleusen. Und bei diesem Vorgang entwickelt sich HDL. Ne? Also das ist dann, manche
kennen das HDL unter dem guten Cholesterin in Anführungszeichen. Also das ist hier das Produkt, was auch dann auf direktem Weg zurück über das Blut in die Leber, das soll die Leber hier sein, in die Leber transportiert wird. In der Leber wird eben aus dem rückgeführten HDL, LDL synthetisiert, also Low Density Lipoprotein. Low Density heißt nichts anderes, dass hier eine geringere Dichte der Moleküle vorliegt. HDL, High Density, also die sind kompakter, die sind mit einer höheren Dichte versorgt und versehen. Das LDL, wie gesagt, wird in der Leber gebildet und wandert auch direkt zu den Zellen, wo sie dann eben diese entsprechenden Aufgaben erfüllen sollen. Hier sehen Sie ja noch ganz viele andere Zeichen, wie dann hier der Kreislauf funktioniert. Sie sehen hier IDL und auch hier VLDL. Das sind nur verschiedene Lipoproteine in verschiedenen Stadien vom Cholesterin. Dort VLDL ist es very low, also das ist einfach das größte Teilchen vom Cholesterin. Und IDL ist zwischen, von der Größe her und von der Dichte her, zwischen VLDL und LDL. Das sind eben dann verschiedene Stadien des Cholesterins hier. Die Leber hat eben die Aufgabe, dann aus dem HDL LDL zu synthetisieren, was wir dann wieder für die Zellen benötigen. Und das, was wir nicht benötigen, wird ausgeschieden und wird als Gallensäure zur Verfügung gestellt, um eben hier im Darm wieder Fett abzubauen bzw. zu verstoffwechseln. Also sehen Sie hier diesen Kreislauf nochmal, den ich vorher in den drei Punkten dargestellt habe. Ja, ich hoffe, dass Sie das sehr gut erkennen. Ansonsten können Sie sich sehr gerne diese Grafik nochmal im Nachhinein anschauen. Ich fand sie sehr interessant, eben weil hier so viele Stadien vom Cholesterin mitgeteilt werden, auch welche Stadien bzw. welche Zusammensetzungen hier auf welchem Weg hier benötigt werden und sich befinden. Und dann so, dann war das wieder in der Folie. Das, wie gesagt, wenn Sie sich die Folien herunterladen, haben Sie auch dieses Bild nochmal bei sich vorhanden. Aber gehen wir nochmal zurück zum Anfang. Als ich sagte, Cholesterin ist ein lebenswichtiger Bestandteil der Zellmembran und 90% des benötigten Cholesterins werden vom Körper selbst produziert. Produziert, um Zellreparaturen durchzuführen, um Hormone zu bilden, um im Gehirn die weiße Substanz aufrechtzuerhalten. Es dient als Baustoff für die Synapsen und zur Stabilisierung der roten Blutkörperchen, also dort der Membran. Und was ist aber, wenn wir davon sprechen, dass der Cholesterinwert zu hoch ist? Ja, also als erstes hat es mit der Nummerierung nicht geklappt, aber ich versichere Ihnen, ich sage Ihnen das jetzt hier im Vortrag nochmal, als erstes ist, der Gesamtcholesterinwert sagt nichts Konkretes aus. Was wird hier beim Gesamtcholesterinwert alles gemessen? Hier wird das LDL, der LDL-Anteil gemessen, der VLDL-Anteil, der HDL-Anteil und auch die Triglyceride. Und Sie haben das ja sicherlich noch vor Augen in der vorher betrachteten Grafik des Cholesterinkreislaufs, haben wir gesehen, dass die alle eine unterschiedliche Funktion bzw. unterschiedliche Stadien im Kreislauf darstellen. Und somit ist eine Konkretisierung der Werte sehr, sehr wichtig. Also nur eine Stütze auf den Gesamtcholesterinwert muss konkretisiert werden, um daraus wirklich etwas ablesen zu können. Zweitens, da steht hier nochmal erstens, aber Sie wissen, da geht jetzt zweitens weiter. Zweitens ist der zu hohe LDL-Cholesterinwert. Also wir haben das jetzt konkretisiert und haben festgestellt, dass LDL
ist hier ab, verglichen zur Norm, das legt ja auch jemand fest, zu hoch. Ja, jetzt nochmal zurück. Also wir haben die Aussage und die, das Verständnis, dass 90% des benötigten Cholesterins, und zwar des LDLs, das haben wir ja gesehen in der Leber, stellt der Körper selbst her. Also so viel, wie benötigt wird. Und somit ist es hier aus meiner Sicht wichtig, sehr wichtig zu fragen, woher kommt die, der gestiegene Bedarf? Ja, wir brauchen das, um die Zellmembran zu unterstützen, zu stabilisieren, zu reparieren. Wir brauchen es, um zum Beispiel bei Entzündungen oder chronischen Entzündungen hier die Zellen zu reparieren, zu unterstützen. Wir brauchen es bei Stress, sowohl psychischen als auch oxidativen Stress, benötigen wir Cholesterin. Und dazu kann es aus meiner Sicht nicht reichen, dass man das hier mit einer Norm vergleicht, weil jeder Mensch ist unterschiedlich zu dem anderen. Und hier sollte die Relation von LDL zu HDL überprüft werden, wobei der LDL-Quotient nicht höher als 4:1 zum HDL sein sollte. Also hier wichtig zu betrachten, warum ist das LDL eventuell erhöht? Aus welcher Sicht gibt es entzündliche Prozesse im Körper, was den hohen Bedarf notwendig macht? Und inwiefern ist die Relation LDL zu HDL? Ja, und das HDL ist das vom Körper veränderte Cholesterin, was sich auf dem Rückweg zur Leber befindet, um dort wieder zu LDL synthetisiert zu werden. Also hier, wie gesagt, nochmal die Information, dass hier das im entsprechenden Verhältnis sein sollte. Also müssen wir uns anschauen, aus dem zweiten Punkt folgert das, warum der LDL-Wert eventuell zu hoch sein könnte. Und da habe ich schon mal einen Hinweis gegeben, die entzündlichen Prozesse sollte man sich anschauen. Wenn man sich die Geschichte des Cholesterins anschaut, muss man sich auch die Geschichte von Herz-Kreislauf-Erkrankungen anschauen. Eine Ursache von Herz-Kreislauf-Erkrankungen ist die Arteriosklerose. Und man fand in den Plaques bei der Arteriosklerose, die die Arterien und die Blutgefäße verstopfen, fand man Cholesterin. Und die Schlussfolgerung war, Cholesterin ist die Ursache von Plaques und Arteriosklerose. Aber mitnichten. Cholesterin wird für die Zellreparatur von zum Beispiel entzündeten Zellen benötigt. Und warum sind die Zellen entzündet? Weil hier Mikroorganismen, zum Beispiel Chlamydia pneumoniae, unsere Zellen auf Zellenebene stören und den Energiestoffwechsel hemmen und stören und so Entzündungen entstehen und erhalten bleiben, was eben hier dann das Cholesterin notwendig macht, dass der Körper eben hier die Reparaturen durchführen kann. Und wenn wir das uns ja einmal vorstellen wollen, wie so eine gemauerte Mauer, der Mörtel zwischen den Steinen ist die Zellmembran. Und jetzt kommt dann eine Pflanze, die Pflanze heißt Chlamydia pneumoniae, und setzt sich an den Stein und dem Mörtel fest und macht ihn brüchig. Und wir als Körper merken das und sehen eventuell schon, dass die Mauer instabil wird und rühren uns Cholesterin als Mörtel an und geben ihn auf die porös gewordenen Stellen. Erstmal ist es wieder stabil, aber die Pflanze kann sich weiter vermehren, kann weiter kriechen und ihr zerstörerisches Werk tun. Jetzt hat man andernorts gemerkt, zu viel Mörtel, also zu viel Cholesterin, das führt meist zum Einsturz der Mauer. Das darf also nicht mehr sein. Der Mörtel wird entfernt, also der Mörtel, den wir zum Reparieren der Mauer benötigt und verwendet haben, der wird entfernt. Und das machen in unserem Körper die Statine. Die Statine hemmen die Cholesterinsynthese, sodass weniger LDL Cholesterin produziert wird. Sie erinnern sich, wir brauchen es auch zur Hormonherstellung und zum Aufbau von Synapsen. Das Gehirn benötigt sehr viel von Cholesterin, also in dem Zusammenhang
kann man sich auch die Gedächtnislücken eventuell mal anschauen. Und die Mauer stürzt dann trotzdem ein, weil die Ursache nicht erkannt und bekämpft wurde. Und mit Agile Care haben wir die Möglichkeit, hier die Störung durch die Mikroorganismen zu eliminieren, nämlich durch die spezifischen elektromagnetischen Frequenzmuster. Und die finden wir hier auf dieser Folie, habe ich sie notiert, A21 Arteriosklerose und A371 Chlamydia pneumoniae, um eben hier die Störer für diesen Zustand zu eliminieren. Die Einnahme von Statinen verursacht erhebliche Nebenwirkungen. Und damit als erstes habe ich schon genannt Gedächtnisschwund, aber auch Muskelabbau, die nennt sich Rhabdomyolyse, und eben Schwäche, Schmerzen, Steifheit, Krämpfe. Eine Studie der Rutgers University und der University of Pennsylvania, die haben gemeinsam hier diese Studie veröffentlicht und haben eine Datenanalyse von fast 1 Million Menschen ausgewertet und haben herausgefunden, dass bereits nach 1 Monat, nachdem man begonnen hat mit einer Statintherapie, die Wahrscheinlichkeit, dass man mit Gedächtnisstörungen zu kämpfen hat, dass diese Wahrscheinlichkeit sich vervierfacht. Also hier 4-mal so hoch das Risiko oder Wahrscheinlichkeit, dass eben hier es zu Gedächtnisstörungen kommen kann. Und Sie erinnern sich vielleicht, 2001 gab es einen Skandal im Pharmabereich. Darin verwickelt der Pharmahersteller Bayer und Dr. Karl Lauterbach. Infolge des ganzen Skandals musste Bayer seinen Cholesterinsenker Cerevastatin, bekannt als Lipobay oder Baycol, falls Sie das sich daran erinnern, vom Markt nehmen, weil es nachweislich infolge dessen Einnahme zu Todesfällen gekommen war. Und zwar hier ist in rasanter Weise der Muskelabbau hat sich vollzogen und daraufhin Nierenversagen und die Menschen sind verstorben. Eine Auswertung von Patientenregistern basierend auf Schätzung ergab, dass bis zu 29% der Statinkonsumenten, also das sind nicht nur diejenigen von Lipobay und Baycol Betroffenen, also denn grundsätzlich 29% der Statinkonsumenten nicht nur erhöhte CK, das sind Keratinkinase-Werte, aufweisen, die auf einen Untergang von Muskelzellen hinweisen, sondern auch Symptome wie Schwäche, Schmerzen, Steifheit oder Krämpfe in der Muskulatur zeigen. Also hier sind auch die Brüder und Schwestern, weiß ich nicht, ob man das so sagen kann, von dem Cerevastatin, die sind hier auch daran beteiligt, dass es eben zu diesen erheblichen Nebenwirkungen kommt bei der Einnahme von Statinen. Und wer nun aber jetzt oder auch schon vorher für sich die Entscheidung getroffen hat, Statine, die sind nichts für mich, ich gehe die Entzündung im Körper direkt an, der ist hier mit Agile Care sehr gut bedient. Mit Agile Care haben Sie die Möglichkeit, auf Verdacht vorzugehen. Das heißt, auch die Zeit können Sie nutzen, bis eventuell eine Laboranalyse Ihrer Blut- oder Mikrobiomwerte vorliegt. Mit Agile Care werden immer die spezifischen störenden vorhandenen Mikroorganismen gezielt eliminiert, sodass gegebenenfalls keine Entzündung entstehen kann oder der Körper sich selbst heilen kann, wenn die belastenden Mikroorganismen in ausreichender Anzahl eliminiert werden. Ich habe hier nochmal ein paar Beispiele dabei für Anwendungen, die wir empfehlen zur Eliminierung von Mikroorganismen bei Entzündungen. Die zwei ersten, die habe ich Ihnen schon genannt, habe sie aber hier nochmal aufgeführt. Die A21 Arteriosklerose, A371 Chlamydia pneumoniae und A74 Entzündungen allgemein, sowie dann natürlich spezifisch gegen die Parasiten direkt, die,
und die finden Sie ja bei sich bei den gegebenenfalls vorliegenden Laborbefunden. Und auch bei Vermutung, dass bestimmte Organe aufgrund von Mikroorganismen und deren Belastungen in ihrer Funktion gehemmt sind, können die hier betreffenden Mikroorganismen eliminiert werden. Und ich habe hier auch ein paar Empfehlungen aufgeschrieben. C933 Leberunterstützung. Sie können sich erinnern, anfangs die Leber ist dasjenige Organ, wo das Cholesterin synthetisiert wird. A227 Nebennierenstärkung. Hier in den Nebennieren werden die Steroidhormone, Cholesterol und Aldosteron gebildet. A237 Nierenstärkung und A60 Dünndarm, geschwächter. Das sind ebenfalls hier entsprechende Empfehlungen, wie mit Agilcare gegen störende Mikroorganismen vorgegangen werden kann. Außerhalb von Agilcare können Sie sich hier auch unterstützen, zum Beispiel, indem Sie regelmäßig, also zum Beispiel zweimal am Tag, Agilflow einsetzen. Agilflow verbessert die Blutfließeigenschaften und vereinzelt die Erythrozyten, das sind die großen Blutkörperchen, die großen und die roten, versetzt sie mit Energie, sodass dem Geldrolleneffekt entgegengewirkt wird und mehr Sauerstoff und Nährstoffe in die Zellen transportiert werden können. Die Viskosität des Blutes wird herabgesetzt. Ja, und das ist eine weitere Möglichkeit, wie gesagt. Und was Sie noch machen können, Sie können auch auf Ihre Lebensweise achten. Also zum Beispiel weniger rauchen oder gar damit aufhören. Das bringt weniger Gifte in Ihren Körper, was das Risiko zum Entstehen von Entzündungen reduziert. Sie können sich ausgewogen ernähren, also sich nicht einseitig ernähren, das meine ich damit. Aus meiner Sicht ist das eine sogenannte Vollwertkost, also eine ausgewogene Ernährung. Süßkram reduzieren, also alles, was eben zu Entzündungen im Körper führen kann. Verarbeitete oder sogar stark verarbeitete Lebensmittel meiden, da sehen Sie dasselbe, wie wenn man auf das Rauchen verzichtet, eben dass hier dann Giftstoffe in den Körper gelangen, die da nicht hingehören. Und ja, das soll es hier am Rand von mir mit diesen Tipps gewesen sein, wie Sie selbst hier positiven Einfluss ausüben können auf eventuell Ihren Cholesterinbedarf im Körper. Ja, und Sie können uns eben entsprechend erreichen und uns auch mit ins Rücksprache halten. Also wenn Sie zu den Themen hier Fragen haben, zu Ihren eigenen Fragestellungen Fragen haben, da haben wir hier verschiedene Möglichkeiten, wie Sie uns erreichen können. Und das Oberste ist hier das Ticketsystem, was wir Ihnen hier anbieten. Auch eine E-Mail an die E-Mail-Adresse support@ulrich-mtc.de. Das öffnet bei uns ein Ticket. Also falls Sie mal einen Anhang mitsenden möchten, dann gelingt Ihnen das am besten, wenn Sie uns dann eine E-Mail an diese E-Mail-Adresse schreiben. Und das landet genauso gut bei uns im Ticketsystem. Und hier ist der zentrale Punkt, wo wir eben darauf zurückgreifen können und eben hier schnellstmöglich dann zeitgerecht Ihre Fragen beantworten können. Natürlich gehört dazu auch unser Telefonservice von Montag bis Freitag zwischen 9 und 10. Dort findet der statt, indem Sie diese Nummer hier anrufen und wir Sie zurückrufen. Das genügt, wenn Sie es einmal klingeln lassen und wir rufen dann zurück. Und ja, diesen Workshop, den bieten wir ebenfalls als kostenlosen Support, als kostenlosen Service unsererseits für Sie an, um mit uns sich auszutauschen. Nicht zu vergessen, unsere AgiSmart Wissensbasis, die ist jetzt nicht kostenlos, aber hier haben Sie die Möglichkeit, auf eine riesige Menge an Beiträgen zurückzugreifen und eben auch dann zukünftige Beiträge dann zu erhalten und sie als Ärzte dann zu genießen. Und hier ist deswegen das nochmal aufgeführt. Und ja, zu der Folie muss ich nicht viel sagen als vielen Dank an diejenigen,
die eben hier davon bereits Gebrauch gemacht haben. Sie schicken uns ihre Empfehlungen, mit wem sie über AgriCare gesprochen haben. Und eben wenn der Kauf in unserem Shop stattfindet, dann teilen wir ihnen sehr gerne die Tierprovision zu. Das klappt sehr gut. Und wie gesagt, vielen, vielen lieben Dank an diejenigen, die das schon eben genutzt haben, auch schon sehr oft genutzt haben. Vielen, vielen Dank für Ihre Unterstützung. Und ich bedanke mich recht herzlich jetzt für Ihre Aufmerksamkeit bis hierhin. Ich freue mich, dass Sie dabei gewesen sind und mir zugehört haben. Und ja, lieben Dank für Ihre Fragen im Chat. Und natürlich hört es mit dem Dank nicht auf, weil lieben Dank an meine Eltern, dass ihr mir die Beantwortung schon einmal vorbereitet habt.